Hallo, hier ist wieder euer Aquarianer und im heutigen Video würde ich euch gerne alles über die Haltung von Neonfischen im Aquarium vorstellen. Dabei beantworte ich unter anderem Fragen wie, wie kann man sie am besten vermehren und welche Wasserwerte brauchen sie bzw. welche Temperaturen bevorzugen sie? Und damit kann ich erst einmal anfangen mit der Herkunft unserer Neonfische, welche nämlich auch aus dem uns schon vielleicht aus dem einen oder anderen Video bekannten Amazonas-Regenwaldbecken stammen, was eben für seine etwas weicheren Wasserwerte bekannt ist, mit einer geringeren Härte und gemäßigtem Klima. Das heißt, auch diese Fische hier, die Neonfische, sind relativ exotisch eigentlich und haben auch einige interessante Eigenschaften, welche wir auch noch beleuchten können. Die Neonfische haben nämlich eine außergewöhnliche Färbung, welche insbesondere in den etwas dunkleren und trüberen Gebieten des Amazonas eigentlich eher ein Nachteil sein sollte. Aber durch ihre neonartige Farbe können sie Angreifer und potenzielle Feinde nämlich verschrecken. Denn alleine und für sich ist das vielleicht für einen größeren Raubfisch keine Gefahr, aber in einem Schwarm kann es sie durchaus desorientieren und dadurch eben sehr irritieren. Wir können uns auch vorstellen, die Farbe, wenn sie sich dann natürlich nachts ausruhen, sollte nicht so grell und reflektierend sein, sondern bestenfalls etwas abschwächen. Und deswegen können die Neonfische im Dunkeln ihre Färbung von diesem hellen Blau zu einem dunkleren Violett abändern und gleichzeitig auch noch die Bauchfärbung, die Rötung etwas vermindern, die Sättigung, sodass sie bei Inaktivität schwieriger für die räuberischen Fische zu erkennen sind. Neonfische sollte man am besten in einem Schwarm halten von mindestens 5 Stück, aber besser wären doch 10. Denn, wie ich erwähnt habe, im Schwarm fühlen sie sich am wohlsten. Außerdem ist es so, dass die Größe mindestens 60 Liter eures Aquariums betragen sollte. Aber besser wäre dann natürlich immer etwas mehr, denn mehr Fische brauchen natürlich auch mehr Platz. Aber im Prinzip würde ein 60-Liter-Aquarium wohl für einen kleinen Schwarm ausreichen, aber ich würde euch doch eher zu einem 120-Liter- oder größeren Aquarium raten an dieser Stelle. Bei der Temperatur müsst ihr da eigentlich nicht so penibel darauf achten. Sie vertragen Zimmertemperaturen von 20 bis 25 Grad und auch bei den Wasserwerten können sie relativ ein großes Spektrum des etwas saureren Milieus, also sagen wir mal von 4 bis 7,5, durchaus vertragen. Der sollte allerdings immer konstant bleiben und nicht schwanken. Und eine 10 Grad KH sollte auch nicht überschritten werden. Also zur Vermehrung der Guppies kann ich sagen, die Haltung ist zwar recht leicht, aber die Vermehrung kann etwas anspruchsvoller sein, denn Neonfische sind nämlich bei ihrer Vermehrung etwas eigen. Die gehören zu den laichenden Fischarten und das ist schon etwas problematisch, wenn ihr andere Faktoren im Wasser habt, die eventuell zu Laichfäule oder auch Laichfraß kommen können. Dann solltet ihr eventuell da schon mal vorsichtig sein. Am besten vermehrt man die Neonfische, indem man sie in einem extra abgedunkelten Becken, in einem extra Aquarium ableichen lässt, wo dann am Ende die Männchen hinzugegeben werden, um die Eier zu befruchten, was natürlich ein etwas umständlicheres Verfahren ist, aber so könnt ihr eben sicher sein, dass eure Neonfische sich auch vermehren. Im Aquarium müsst ihr darauf achten, dass auch euer Bodengrund geeignet ist. Beispielsweise Sand oder Kies eignen sich sehr gut, wobei natürlich die Neonfische der Natur gemäß etwas dunkleren Bodengrund bevorzugen würden. Aber im Prinzip ist es wohl auch nicht dramatisch, wenn ihr normalen Sand, so wie ich beispielsweise, in eurem Aquarium habt. Oder wie wir es hier sehen können, dort sollte die Bepflanzung noch etwas mehr erhöht werden. Denn Guppy, bzw. Neonfische in diesem Falle hier, brauchen auch genügend Pflanzen, an denen sie sich verstecken können, beispielsweise. Oder auch herumschwimmen. Sie brauchen sowohl den Unterschlupf in den Pflanzen im dicht bepflanzten Bereich, wie auch die große Auslauffläche, wo sie sich frei bewegen können im Schwarm. Beides ist gleichermaßen wichtig. Und da kann man empfehlen, zum Beispiel nehmen wir zur Bepflanzung sehr feinfaserige Pflanzen. Auch Schwimmpflanzen wie Muschelblumen sind geeignet, die von oben auch etwas das Licht dämmen, damit die Neonfische nicht geblendet werden von den Lampen. Denn etwas dunkler bevorzugen sie es durchaus. Die Neonfische gehören nicht umsonst zu den beliebtesten und meistverkauften Aquarienfischen in Deutschland, denn sie sind, wie gesagt, sehr pflegeleicht im Prinzip,
wobei die Nachzucht etwas schwierig ist, aber bei der richtigen Haltung können sie mehrere Jahre alt werden und so einen doch sehr lange erfreuen durch ihre Erscheinung. Man kann auch noch erwähnen, die Neonfische, die leuchten gar nicht von sich aus, sondern reflektieren lediglich das Licht, sodass dieser neonfarbene Schimmer zustande kommt, den man im Effekt eben als Leuchten wahrnehmen könnte. Also auch das ist erstaunlich. Und diese Färbung, das kann ich hier noch erwähnen, ist nicht nur hilfreich, um Feinde im Schwarm abzulenken, sondern auch, um sich gegenseitig im Schwarm wiederzufinden. Denn in den etwas bräunlicher gedrückten Regionen des Amazonas ist es durchaus so, dass dort diese Farben herausstechen. Was, wie man sehen kann, durchaus auch ein evolutionärer Vorteil war und nicht nur zum Nachteil der Fische war am Ende. Die Neonfische gehören nämlich zu den Salmlerartigen Fischen. Das heißt, die sind sehr artenverwandt mit vielen anderen Fischen, die ihr auch kennt. Aber eben durch ihre einzigartige Färbung sehr einzigartig. Wir haben auch eine Länge von ca. 2 bis 4 cm, die sie erreichen können, sodass man eigentlich eine relativ kleine Fischgröße hat. Bis mittelgroß, aber in der Menge machen sie durchaus einen sehr schönen Eindruck im Aquarium. Und deswegen gehören auch Neonfische meiner Meinung nach zu den zwar sehr banalen, aber doch sehr schönen Fischarten im Aquarium, die man sich gerne zulegen kann, wenn man einen etwas schillernden optischen Eindruck bei sich zu Hause zu schätzen weiß. Damit würde ich mich auch schon wieder für dieses Video von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet das ein oder andere über Neonfische lernen. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, vielleicht habt ihr selbst Neonfische. Bei euren Aquarien habe ich doch das ein oder andere gesehen, wo Neonfische da im Spiel waren. Von daher ist es doch wirklich sehr schön zu sehen. Und auch ich finde Neonfische sehr schön. Von daher hoffe ich, es konnte euch etwas einen Einblick gewähren in die Haltung von Neonfischen. Und wenn es euch gefallen hat und ihr mich abonniert habt, solltet ihr auch nicht vergessen, die Glocke zu läuten. Klingeling, klingeling, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Aquariane.